Wir waren jetzt 4 Tage Parlamentarier und es ist eigentlich eine recht banale Frage, aber wir haben ja Vorurteile gehört von Abgeordneten, eben sie verdienen zu viel Geld, sie tun dafür nichts. Und wir haben ein bisschen gemerkt, also ich zumindest, dass diese Vorurteile im groben Teil nicht stimmen. Aber meine Frage ist, gibt es bei Ihnen Vorurteile, die stimmen? Die Sie als Abgeordnete, wo Sie sagen würden, ja, die stimmen. Ich würde es mal so sagen, alle Vorurteile stimmen. Weil es gibt nicht den Abgeordneten. Wir sind die ganze Heterogenität und da gibt es Abgeordnete, die engagiert sind in allen Parteien und Fraktionen. Da gibt es einige, die weniger engagiert sind. Und deswegen, man muss sich mit denen auseinandersetzen. Die platten Vorurteile allerdings, das sind alles nur faule Säcke und kriegen viel Kohle. Gegen die, finde ich, muss man ganz grundsätzlich etwas sagen und argumentieren. Weil ich finde, das ist ein Markenzeichen der Demokratie. Keiner von uns ist hier gekrönt worden. Wir sind alle gewählt worden von den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben einen Auftrag bekommen und den nehmen wir an. Und dann kann man nach 4 Jahren entscheiden, ob wir das weitermachen dürfen oder nicht. Deswegen geht übrigens auch sowas nicht wie entfernen Sie Abgeordnete. Die Zeiten sind Gott sei Dank lange vorbei, dass hier entfernt wird. Wir haben jetzt hier 4 Tage lang erlebt, wie das Leben eines Abgeordneten so stattfindet. Und ich glaube, wir können alle sagen, dass wir doch durchaus sehr müde sind heute, weil es doch sehr, sehr lange Tage sind. Man ist mit vielen Personen in Kontakt, muss sich immer neu auch einstellen auf Situationen. Und ich wollte fragen, was ist für Sie persönlich so das Geheimrezept, um lange Doppelsitzungswochen zu überleben und nicht total durchzudrehen in den 4 Jahren Legislatur? Ich habe mich nur deshalb so gewundert, jetzt weiß ich, was das Erfolgsrezept der Grünen ist. Früh joggen, gesund essen, kein Alkohol, keine Drogen. Nee, will ich nicht. Also, nee. Also erstens ist es wirklich so, wir sind jetzt im Juni und ich glaube, das geht wahrscheinlich uns allen so, dass wir uns jetzt auf die Sommerpause auch freuen. Weil es ist natürlich ein harter Job. Wir alle machen das aber freiwillig. Wir haben uns aufgestellt und machen das auch gerne. Und ich glaube, das ist einer der tollsten Jobs, Mitglied des Deutschen Bundestages zu sein. Derartige Herausforderungen, derartige Kontroversen. Man muss das wollen, man muss das gern machen, man braucht tolle Mitarbeiter und man muss sich Freiräume schaffen. Also man muss die Möglichkeiten haben, wo man völlig abschaltet. Das sind zum Beispiel Enkel, aber das ist zum Beispiel auch, wenn man beim Aufstieg von Eisernen Union dabei ist. Da brennt der Tannenbaum, da ist einem die Politik total egal. Das ist so, also man muss sich diese Freiräume schaffen, dass Dinge, ob das Sport ist, ob das Kultur ist, ob das Oper ist und so weiter, wenn man das hinkriegt und abschalten kann, dann kann man auch wieder Kraft tanken. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn man nur in der Mühle ist, dann ist man am Ende auch ein Aktendeckel und das darf man nicht werden. Und zwar bin ich jetzt auch echt ziemlich fertig, muss ich ehrlich sagen. Vor allem nach den Fraktionssitzungen war ich immer echt ziemlich am Boden, weil es so viele Leute gab, die alle ihre Meinungen durchsetzen wollten. Und ich frage mich, ob es vielleicht besser wäre, wenn es weniger Leute insgesamt im Bundestag und dementsprechend vielleicht auch in den jeweiligen Fraktionen und Ausschüssen gäbe, ob das die Arbeit erleichtern würde. Und ob Sie das einfach als Bereicherung ansehen, wenn man so viele Leute hat, mit denen man diskutiert, oder ob Sie das einfach auch nur fertig macht. Ich glaube, da gibt es eine Vielzahl von Aspekten. Der eine ist ja der, man kämpft in der Legislatur und in Wahlkämpfen darum, dass es möglichst viele Abgeordnete sind. Sonst, wenn das Ziel wäre, müsste man ja sagen, am besten 5,1% und dann hat man den geringsten Stress. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir alle wollen möglichst viel sein, weil wir am Ende des Tages parlamentarische Mehrheiten hier im Parlament bilden wollen. Es stimmt, mit den 709 Abgeordneten sind wir an einer Grenze. Und es ist eine Aufgabe, vor der wir noch stehen, das Wahlrecht so zu verändern, dass es dort Grenzen gibt. Die Regelgröße sind 598, aber das ist in den letzten Jahren immer überschritten worden und die Gefahr, dass es noch größer wird, ist da. Deswegen ist das eine Aufgabe, der wir uns, auch die Oppositionsparteien, auch stellen werden, stellen müssen. Das ist aber nicht so ganz leicht. Ansonsten, ich habe jetzt gleich Fraktionssitzung, deswegen, das stimmt schon so, dass es sehr anstrengend ist. Und es ist natürlich auch die Aufgabe der Abgeordneten, dass ihre Positionen, die aus ihren Wahlkreisen da artikuliert werden. Aber eine Reduzierung würde im Übrigen auch dazu führen, dass die Betreuung eines Wahlkreises, was eine Aufgabe auch ist, denn die Hälfte der Zeit sind wir hier im Parlament, die andere Hälfte sind wir in unseren Wahlkreisen. Und dort sind die Aufgaben relativ groß. Und wenn die Wahlkreise noch größer werden, ich bin ja Abgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern und da sind Wahlkreise wie ein junges Saarland teilweise,
Das ist ausgesprochen schwierig. Deswegen ist die Frage der Anzahl wirklich eine ausgesprochen komplizierte. Man muss das richtige Maß finden. Ich glaube, die Regelgröße von 598 ist vernünftig. Wenn es durch Überhang und ähnliche etwas darüber hinausgeht, ist in Ordnung. Aber die Debatten wird man immer haben. Und die kontroversen Debatten im Übrigen nach den Fraktionen in Ausschüssen hier im Parlament, die machen die Demokratie stark. Wir müssen das durchhalten. Ja, man kommt dann immer wieder auf die Idee, ach, es wäre doch ganz schön, wenn ich ganz alleine entscheiden könnte. Weil ich ja auch in der Regel der Auffassung bin, dass ich es am besten weiß. Das ist ja logisch. Aber es ist am Ende des Tages immer der falsche Weg. Der Wettstreit der Ideen sollte Grundsatz bleiben. Und das finde ich, deswegen finde ich das richtig, dass wir eine Begrenzung brauchen, aber nicht sagen, je weniger, desto besser. Wie beschäftigt ihr euch in den Fraktionen mit den Parlamentswahlen, die hier in Europa stattfinden, die aber auch in Asien oder Amerika stattfinden? Wir haben ja jetzt gerade die Regierungskrise in Österreich. Wir haben morgen die Parlamentswahl in Dänemark. Also mich würde interessieren, wie beschäftigt ihr euch auch mit den anderen Wahlen in eurer Fraktion? Und ich würde gerne wissen, wie der Umgang hier zwischen den einzelnen Fraktionen ist. Wir haben ja selbst miterleben dürfen, dass man in den Ausschüssen sehr viel mit den anderen Fraktionen zu tun hat. Und genau, da wüsste ich einfach gerne, wie dieses Klima so generell ist und ob sich vielleicht parteiübergreifend sogar Freundschaften hier bilden. Also ich will erst zu der Frage der anderen Länder etwas sagen. Ich glaube, das gilt für alle Parteien, dass wir uns natürlich mit den Ergebnissen dieser Wahlen beschäftigen, weil das hat Auswirkungen auf uns. Also ich will nur diesen einen Fall sagen, ich meine, als Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist, hat das Auswirkungen auf Weltwirtschaft, auf vieles andere. Natürlich hat die Krise in Österreich Auswirkungen. Natürlich ist Herr Orban in Ungarn, hat Auswirkungen und so weiter. Also das gehört mit dazu. Und jede Partei schaut dann natürlich auch auf ihre Partnerparteien, um zu schauen, was können wir vielleicht an guten Sachen dort abschauen. Wo haben die was richtig gemacht? Wieso sind die erfolgreich? Ich glaube, das machen alle so. Das empfinde ich auch als normal. Und die Frage der politischen Freundschaften, also ich will das auch ganz klar sagen, es ist ja nicht automatisch so, wenn man in einer Fraktion ist, sei es nur die FDP, die Grünen oder die Linken, dass sich dort alle mögen. Das ist ganz selten oder nie der Fall. Deswegen kann es auch schon sein, dass menschlich man mit Menschen, die eine andere politische Auffassung haben, trotzdem gut kann. Ich empfinde das auch als völlig normal. Allerdings, das sage ich jetzt auch, ist leider jetzt eine sehr politische Komponente, hat sich das mit dem Einzug der einen Partei, die dort drüben sitzt, hier verändert. Das muss ich so sagen. Es ist so, dass das die Atmosphäre im Bundestag verändert hat. Aber kann ja noch besser gehen.